Alter! Das liebe ich ja. Oh, Scheiße. What? Okay, da weiß aber noch einer, wo ich bin. Noch so ein Wemser. Und ist klar aufgeladen? Ja, okay. Krasses Pferd. Da ist ja richtig was zu tun, ey. Aber eben mit Medipack und eine große Kanone. Wow, wow, wow! Was ist denn das für ein Feld da, Iltis? Alter! Was ist das denn für ein Eumel? Ah! Der schießt mir gleich immer mit solchen Dingern. Mama! Womit bin ich denn hier gesegnet, ey? Yes! Carambo! Zerstört. Hubschrauber gesichert. Uiuiuiui. Wupp, 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 wupp. Boah, ey. Fettes Messi. Okay, wupp, wupp, wir sind voll lalala. Geil, wir haben uns jetzt den Flughafen hier. Den Flughafen! Wir haben uns den Fluglandeplatz erstmal. Von dort kannst du den Hangar öffnen. Moment, ich will jetzt erstmal hier. Tschaka! Jawohl! Die brauchen wir immer. Wupp, wupp, wupp. Scheiße. Ja, das ist gut. Ne, das brauchen wir nicht. So, wir gucken, wir hauen uns erstmal die. Wir haben auch den Schneidedingsfuß. Komm mal her. So. Okay. What? What do you want from me? Ach, ich glaube, wir müssen da oben rein, hä? Hey? Nee, ich gehe jetzt erstmal hier mich so ein bisschen umschauen. Das Ding ist ja noch fast voll. Da mache ich jetzt nochmal wieder zu. Messer. Weg da. Ich sehe nichts. Ah! Wupp, wupp, wupp. Okay, wir kommen da drauf. Das ist gut. Ich habe beim letzten Mal, bei der ersten Wemser wollte ich hier oben drauf, aber irgendwie konnte ich nicht da oben drauf. Es ist ja ein bisschen merkwürdig. So, auf jeden Fall haben wir genug Hubschraubers hier. Wir haben 3 Stück haben wir gerettet. Das ist auch mal geil. Das ist anständig, Alter. So, komm, ich lade jetzt noch mal Heinz Willi auf hier. Zip, jawohl. Volle Möhre, volles Brett, volles Rohr. Ab geht's. So, dann gehen wir jetzt mal in den Fahrstuhl. So. Hup, hup, hup. Warte mal, wo ist denn. Ja, ne, die zwei habe ich. Die haben mir den Garten noch den Arsch gerettet. So, warte mal, hier funktioniert. Ja. Ach, Leiter. So, mal ducken. Lüftungsschächte. Sind immer interessant. Okay. Oh, jetzt sind wir hier auch. Cool. Na, na, na.
Moment, ich warte mal. Ich will aber zurück. Ich habe beim letzten Mal eine von diesen Kontrollräumen. Ich habe da so eine Verbesserung für diese Waffe hier. Ich weiß nicht, weil ich mir jedes Mal von der Stelle neu anfangen musste. Jawohl, ja, ach, das geht wieder voll. Das will ich jetzt nochmal nachchecken. Ich will da nochmal durchgucken. Tut mir leid, dass ich da jetzt gerade mal. Das will ich jetzt nochmal checken, ob ich das aufgesammelt habe. Na! Ach, ich hab doch. Yes! Ah, nice! Jawohl! Oh, siehst du! Scharfschutzgewehr, gut, alles klar. Das war. Hier ist zu. Medi brauchen wir nicht. Hier war noch Munition. Limit erreicht. Pup, pup. Hup, DDDs. Ich weiß, das war hier irgendwo. Ach, scheiße. Das habe ich zu früh drauf gedrückt. Heftig. Hier ging gerade mal die Sause ab, Alter. Oh. Enigma Code 29. Mensch, da bin ich ja voll vorbeigezimmert. Ey, was geht? Gut, dass ich sage, ich wollte hier nochmal umgucken. Ich weiß nicht, ob da gleich wieder irgendeine Videosequenz kommt. Ja, und dann hast du. Ach, scheiße, man kann nicht mal rumlaufen. Jetzt muss ich hier runter. Aber noch ein Messerchen. Mal gucken wir mal hier rein. Limit erreicht. Kann doch gar nicht sein. Moment, komm mal her. Wir laden das mal nach hier. Okay. Das gibt's nicht. Voll? Okay. Nehme ich die wieder. Oh, du musst am Rad drehen, ey. Aber denn? Okay, ist auch voll. Nehmen wir die. Die waren gut. Messer. Das Messer. Okay, alles voll. So, jetzt glaube ich hier rauf. Die sind echt gut ausgebildet, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn das so ist. Alter, da hat man echt mal. Messer, wupp, erreicht. Ich weiß, das weiß, hier irgendwo lacht mal so ein Teil. Für unsere Lasergun. Dandalen. Dass wir beim ersten Mal da direkt gespeichert haben. Alles so. Ja. Nicht. Deswegen laufe ich hier noch mal rum. So, jetzt müssen wir wieder da hinten rüber. Oh. Ja, okay. Pistolenmunition. Immer schön. Kommt dann hier echt noch mal so ein Riesenwemser um die Ecke, Alter. Boah. Damit hätte ich ja nicht gerechnet, ne? Also Wolfenstein, geiles Brett, ey. Und ich muss mal sagen, das ist zwar jetzt kein Produkttest jetzt hier, ne? Das ist ein ganz normales Let's Play. Nicht so wie das Formel 1 2017, aber hallo. Das Spiel macht Laune. Und ich sitze ja immer noch, wo ich angefangen habe, wo ich sage, guten Morgen, hallo Freunde, 16:30 so in Deutschland, ne, wir haben es jetzt 6:19 Uhr, ne? Weißt du Bescheid. Jo, machen wir noch ein bisschen weiter kaputt. Die Knarre ist geil. Und, jawohl! Enigma Fragment 7-2. Gefangen, was? Massenaufstand im Gefängnis Eisenwald. Das hört sich gut an. Das sieht da aus wie das alte Spiel Pong oder ein neu erfundenes Fußballspiel, ne? Mit ein bisschen mit ein bisschen Fantasie ist auch das. Guck mal, einen alten 100er wollte ich schon sagen, aber das ist ja so ein Dienstblock. Erinnert euch noch die alten D-Mark 100er Scheine? Oh, die sahen auch so ein bisschen grünlich aus, ne? Ja, genau. So. Ich weiß, da müssen wir was drücken. Da leuchtet was blau. Jetzt, gut, das haben wir Durchzug. Alles klar, egal. Was haben wir denn hier? Madrid, 3. Oktober 1957. Die größte jemals erbaute Brücke wurde gestern Abend vor einer Gruppe
hochrangiger Politiker und geladener ehrenwerter Bürger aus der Gegend eröffnet. Die Ehre, das Band zu durchschneiden, hatte natürlich unser geliebtes Staatsoberhaupt, der am Morgen aus Berlin eingeflogen wurde und vor der beeindruckenden Konstruktion der Straße von Gibraltar eine kurze, aber intensive Rede hielt. Ich war zu Tränen gerührt, sagte Wilma, eine örtliche Ladenbesitzerin. Er kann so gut mit Worten umgehen, doch auch andere waren den Tränen nahe. Günther Grünwald, der Chefingenieur des Projekts, erhielt eine besondere Danksagung unseres Staatsoberhaupts. Mir fielen die Worte, sagte Grünwald danach. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, dann lässt es einfach, ne? Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann lass es einfach. Ja, so einfach so. Dann machen wir das jetzt mal hier. Okay, wir haben offen. Gute Arbeit, Leftwich. Nicht bewegen, Sie bekommen Besuch. Ihr seid echt verrückt, Alter. Oh mein Gott, Vorsicht! Ja, Oh nein, 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 Klaus! Klaus, ist alles okay? In bester Ordnung, nichts gebrochen. Verdammt nochmal, Klaus, pass besser auf, klar? Ich will nicht, dass du drauf gehst. Captain, holen Sie Caroline und setzen Sie sie in den letzten Hubschrauber. Okay. Ich bin schon unterwegs. Ich muss runter zu Carolina und ihr den Hubschrauber helfen. Jo, und deswegen soll ich mir das jetzt durchlegen. Ich habe mir schon gedacht, dass ich wieder hier runter muss, aber erstmal soll ich da bleiben, ne? Ist klar. Leute, ihr seid echt lustig. So, was mache ich jetzt hier? Warum ist das? Hallo, warum ist das Ding denn jetzt oben? Ich will runter. Ach so. Ach, die steht unten, die will oben in die Kommandozentrale. Jetzt muss ich wieder zurück. Hallo? Fliegt nicht ohne mich, ich komme ja schon. Schneller kann er nicht. Der geht den Hocke hier durch, Alter. Muss der sich klein machen. Jo, Puppe. Ich bin sofort da. Mensch, Skinner. Ich war gerade drauf, ich musste aber. Lol. Okay, wir müssen oben den aufmachen und dann hier rein, anstatt. Die Menschen trinken. Oh, komm her! Hier oben liegst du. Oh. Mein Held. Oh, Schneckchen. Du bist mal ganz sympathisch. So, wo bringe ich dich jetzt hin? Wir gehen jetzt mal. Na, wir bringen dich mal am besten zu dem Hubschrauber. Da kommen wir auf anderen Fliegern nicht wirklich vorbei. So. Okay. Alles klar. Das haben wir. Sehr schön. Alle Mann an Bord! Haben Sie überlebt? Ich dachte, Sie wären tot. Ich kann mich kaum erinnern. Ich habe Hans Grosse ins Gesicht geschlagen. Bin in den Himmel aufgestiegen. Für einen Moment dachte ich, ich sterbe. Dann der Fall, dann Schmerzen, die schlimmsten meines Lebens. Als würden meine Eingeweide zerquetscht. Konnte mich kaum bewegen, musste kriechen. Hab mich nach 3 Tagen in einem Graben gefunden. Lag lange in einem Wiesenau-Krankenhaus. Die haben mich mit Zeug vollgepumpt. Infektion. Ich will gar nicht daran denken. Das mit Ihren Beinen tut mir leid. Muss es nicht. Ich kann ja jetzt fliegen. Geile Sache, ey. Yeah, da rauschen sie davon. Ja. Ha, hallo, Hubschrauber gerettet. Das ist doch mal nice. Caroline, die Dinger passen nicht durch den Tunnel. Doch, werden sie. Vertrau mir. Ruhig bleiben und die Nerven behalten, dann klappt das auch mit den Nachbarn. Alle drei in diesem kleinen Hangar da unten? Okay. Bist du fertig mit dem Gejammer? Im Moment hat das Priorität. Wer sind die Dadjishu? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Anya, was wissen wir über sie? Fast nichts, aber ich habe ein paar Ideen. Gut. Anya, Sie übernehmen das.
Blazkowicz, was immer sie braucht, sie helfen ihr, ja? William, ich brauche deine Hilfe. Könntest du mal kurz rüberkommen? Ich habe ein paar interessante Spuren. Dieses Pergament ist eine Anleitung für eine Art Spezialbeton. Hat das Regime damit etwa diese ganzen Betonungetüme hier aus dem Boden gestampft? Ja, alles, sogar dieses hier. Sie verwenden nur diesen Beton. So konnten sie diese ganzen Städte so schnell fertigstellen. Jetzt wissen wir, was es ist, aber ich brauche eine Probe zur näheren Untersuchung. Könntest du mir ein Stück Beton besorgen, das mit Schimmel befallen ist? Es müsste porös genug sein, dass du es herausschneiden kannst. Sollst du kriegen. Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Alles klar. Außerdem gibt es eine verschlüsselte Liste mit den Mitgliedern der Dati-Shoot in Polen während des Kriegs. Ich muss sie mit dem offiziellen Register der verfolgten Bürger der ersten Kriegsjahre vergleichen. Du findest sie vielleicht im Archiv. Ich kümmere mich darum. Und da ist noch etwas. Es ist ziemlich wichtig. Was? Na, das nenne ich doch mal heiß. Das wäre alles. Das wollte ich bestimmt schon die ganze Zeit machen, wetten. Ja, das ist ja mal ein geiles... hilft dir nicht, wenn jetzt ein Zimmer frei wäre, würde ich mit ihr sofort mal...